Einen wunderschönen, da bin ich auch schon wieder, euer Odin, und ich begrüße euch zu einem neuen Odin war shoppen. Also Odin war einkaufen. Ich mache mal die Kamera noch ein Stück weiter zurück. Und zwar war ja Black Friday. Und da habe ich ein bisschen zugegriffen, aber wirklich nur ein ganz klein bisschen. Das nicht, da kommt ein extra Video dazu auch. So, einmal habe ich zugegriffen beim Logitech G935. Ist ja der Nachfolger von meinem Logitech G933. Das gibt es leider nur in Schwarz. Die Ohrmuscheln sind jetzt aus Leder. Man kann aber auch den Stoff wieder draufziehen. Und DTS 2.0 ist mit bei. Habe ich aber nicht beim Black Friday, war nicht drin. Ich habe es beim Warenhaus-Deal zugegriffen. Kann man sehen, ja, da. Also nicht wundern, der Karton ist halt ein bisschen abgenuddelt. Das ist halt ein Warenhaus-Deal. Das war schon mal bei jemandem und der wollte es nicht mehr. Und deswegen, da wurde es dann überprüft und ich habe es halt für 118 Euro gekriegt. Da sagt man doch nicht nee. Und war die beste Entscheidung, die ich getroffen habe. So, dann habe ich hier bei, da fehlen schon zwei, bei Netto zugeschlagen. Das sind Mikrofasertücher. In verschiedenen Farben. Zwei fehlen jetzt hier. Damit mache ich immer meine Monitore und meinen Bildschirm, also mein Fernseher und meine Monitore sauber. Ich nehme zwei Tücher. Eins mache ich mit lauwarmem Wasser nass halt. Am besten, die müssen aus sein, die Monitore, und dürften halt auch nicht unter Strom sein. Also schon, aber dürften halt nicht schon gelaufen sein, damit sie warm sind oder so. Dann einfach mit dem feuchten Tuch den Bildschirm schön sauber machen, schön nass machen, schön, also nicht zu nass machen, schön putzen und mit dem zweiten Tuch dann trocken abputzen. Und da braucht er kein teures Zeug oder so, wirkt Wunder, habt auch keine Schlieren drauf, kein gar nichts. Dann, ich weiß nicht, ob ich es im letzten Video schon gezeigt habe, kam meine New Balance an. Die habe ich mir schon vor etwas über einem Monat, vielleicht 2 Monate her bestellt. Aus Korea, weil die Größe gibt es nicht in Deutschland. Also den Schuh gibt es in Deutschland, aber nur bis 42 oder 43. Und ich brauche eine 45. Ich habe mich diesmal für einen Weltleder New Balance entschieden, weil ich habe den hier sehen und ich weiß es nicht, aber den musste ich einfach haben. Hier vorne steht auch nicht New Balance. Hier haben wir dann mal so eine Niete drinne. Dann halt das N, schwarz-braun, hinten ist braun. Hier ist das Balance, das könnt ihr sehen. Normalerweise ist es dann immer in der Farbe, wie es hier unten ist. Also wenn es hier unten weiß ist, dann ist es hier oben auch weiß. Wenn es silber ist, ist es oben silber. Hier ist es jetzt mal nur so, ja, ein bisschen zu erkennen. Wirklich ein sehr schöner Schuh. Auch alles ist hier Wildleder. Bin sehr zufrieden. Trägt sich auch sehr gut. Und dann habe ich hier noch was. Da richte ich euch mal kurz nach unten. Ich hoffe, dass die Kamera nicht wieder rausflutscht. Da war nämlich ein geiles Angebot bei Amazon. Da musste ich zuschlagen. Ich wollte mir eigentlich das hier holen. Das ist mein Bartshampoo. Das ist meins. Das ist fast leer. Das hatten sie für 6 noch was. Hattet im Warenkorb, wollte ihn eigentlich bestellen, aber den Tag bin ich nicht mehr dazu gekommen. Abends habe ich dann nochmal geguckt. Ja, da war es dann schon weg. War ausverkauft und wurde halt somit auch aus meinem Warenkorb rausgenommen. Naja. Aber ich habe dann noch was anderes gefunden. Und zwar so eine Geschenkpackung. Da ist das halt drinne, das Bartshampoo und Bartöl. Und dafür habe ich bezahlt, boah, 9 Euro, 8 Euro, irgendwas, ich weiß es nicht. Jedenfalls billig. Normalerweise zahlt, wenn ich bei Rossmann hingehe, zahle ich alleine für das Bartshampoo 10 Euro, also 9 noch was. Und das Bartöl kostet auch nochmal um die, boah, ich glaube 6 oder 7 Euro, ich bin mir jetzt nicht sicher. Und dann musste ich zuschlagen. Ist halt so eine Geschenkebox.
Ich werde es nicht verschenken. Ich werde es selber benutzen. So. Aber erst, wenn meins alle ist. Obwohl, das Badöl, das werde ich mal. Das können wir mal schnell. Weil das Badöl habe ich noch nicht getestet von denen. Ja, toll. Schön verpackt, ist die gleiche Größe. Ist die gleiche Größe, gleiche Produkt. So. Das ist festgeklebt. So, das machen wir nur ab. Oh, das ist ja eine Glasflasche. Ich will nur mal abmachen und riechen. Riecht gut. Nicht zu doll. Eher ein bisschen wenig, was ich sehr gut finde. Weil meine Frau mag das nicht, wenn das Badöl. Weil ich habe schon viele Badöle gehabt. Die haben immer nach Sandelholz. Was war das? Irgendeine Holzart war damit bei. Keine Ahnung. Sandelholz oder sowas. Keine Ahnung. Und das kann meine Frau auf den Tod nicht ab. Den Geruch. Können wir da verpacken. Kommt so in mein Badezimmer, in mein Regal. Ich habe ja nur noch ein Regal. Alle anderen wurden mir geklaut. Von der Großen. So, und dann habe ich hier noch 3 Tage Bart-Gesichtspflege. Es steht zwar da 3 Tage Bart-Gesichtspflege. Ein Kumpel hat mir die empfohlen. Das heißt, wenn du ein 3 Tage Bart hast, trägst du auf. Und dann soll es halt pflegen. Er nimmt jetzt, er hat es auch damals für sein 3-Tage-Bad genommen, er nimmt es auch sozusagen als Badölersatz. Geht auch schnell auszuwaschen und so. Stinkt nicht. Und weil seine Frau auch gegen Sandelholz ist, der hat das andere hat er noch nicht probiert. Und der nimmt es sozusagen auch als Badöl, um den Bart geschmeidig zu halten. Und er sagt, das funktioniert auch wunderbar. Und er ist begeistert. Und deswegen habe ich mir das damals auch geholt und als Badöl genommen. Und als Gesichtspflege. Pflege, halt, beides. Und er hat auch seinen Job sehr gut gemacht. Kann ich mich nicht beschweren. So. Das. Haben wir denn noch irgendwas? Nee, noch nicht, aber am Donnerstag. Also wenn, ich, jetzt ist Dienstag, ich nehme das Video am Dienstag auf. Donnerstag werde ich wahrscheinlich dann noch so ein Faltboxregal holen für das Kinderzimmer. So mit Einhörnern drauf und so. Da wird es dann nochmal, das werde ich dann beim nächsten Odimer Shoppen vielleicht zeigen. Oder wartet mal. Nee, nächste Woche Montag ist das erst drin. Nächste Woche Montag. Ich muss mal schnell in der Lidl-App gucken, dann kann ich euch das nämlich zeigen. Da hat mir nämlich die Große drauf gebracht. Die Große hat sich den Prospekt angeguckt. Wo haben wir denn jetzt hier? Prospekte. Vom 7. genau. Wir haben ja schon eins von Lidl. Meine Frau 2 sagt, eins reicht, aber ich finde, ein zweites passt da auch noch gut hin. Und vor allen Dingen, da sind Einhörner drauf. Spielzeug. Fernglas, da haben wir es. So, und das ist komplett rosa. Ab 7.12. ist das bei Lidl. Und dann zeige ich euch mal, das ist das da. Komplett rosa, also rosane Boxen. Und an der Seite sind Einhörner drauf. Und die Kleine steht total auf Einhörner momentan. Na, momentan schon eine ganze Weile. Und da habe ich gedacht, das würde noch richtig gut drin passen.
Für Jungs gibt es das auch in Grau-Gold oder so. Irgendwie astronautenmäßig. Für ein Jungszimmer. Ja. So. Ja, das war's. Mehr habe ich nicht gekauft. Ich habe mich diesmal sehr zurückgenommen. Habe nicht so viel geholt. Weil ich habe auf ein paar Sachen gewartet. Ich habe gedacht, dass, wie gesagt, die G935 im Angebot sind. Waren sie leider nicht. Habe ich beim Warenhaus-Deal mitgemacht. Also da geholt. Und die K-Lite, die Elgato K-Lite, die waren auch nicht im Angebot. Ja, die werde ich mir dann diesen Monat, ach nee, doch, jetzt haben wir Dezember, irgendwann im Dezember holen, um das Licht in der PC-Ecke noch ein bisschen zu verbessern im Stream. Jo. Und dann würde ich mich jetzt hier verabschieden. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn es euch gefallen hat, Däumchen wären Träumchen. Wenn ihr Fragen habt, in die Kommentare. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Bis dahin. Ahoi. Sagt euer Odin.